Marketing ist nicht gleich Werbung, sondern viel mehr, nämlich ganze 4P. Was sich dahinter verbirgt, erfahren Sie jetzt. Das erste P der 4Ps steht für Product, was wiederum für Produktpolitik steht. Im Rahmen der Produktpolitik werden Entscheidungen hinsichtlich des Produkts und des Produktsortiments getroffen. Welche neuen und innovativen Produkte sollen ins Sortiment aufgenommen werden? Wie steht es um die Produkte, die bereits am Markt etabliert sind? Und welche Markenstrategien sollen verfolgt werden? Das zweite P steht für Price und somit für die Preispolitik. Die Preispolitik umfasst alle Entscheidungen, die den Preis betreffen, den der Kunde für ein Produkt bzw. eine Leistung zahlen muss. Hierunter fallen entsprechend Fragen danach, wie der Preis zur Markteinführung bestimmt wird oder wie er sich im Produktlebenszyklus entwickelt. P Nummer 3 steht für Promotion, also für die Kommunikationspolitik. Sie umfasst alle Entscheidungen darüber, wie ich das Produkt am Markt bewerbe. Dabei kann ein Unternehmen zwischen einer Fülle an Werbemaßnahmen wählen, wofür zunächst Zielgruppen zu bestimmen sind, Budgets zu verteilen sind und kreative Gestaltungsideen zu entwickeln sind. Das vierte P steht für Place, was wiederum für Vertriebs- bzw. Distributionspolitik steht. Im Rahmen der Vertriebspolitik befasst man sich mit Entscheidungen rund um die Gestaltung des Vertriebssystems. Dies sind zum einen Fragen, die das Kunden-Anbieter-Verhältnis betreffen, so zum Beispiel, wie gewinnt das Unternehmen seine Kunden und generiert Kaufabschlüsse, wie bindet man Vertriebspartner und Key-Accounts ans Unternehmen. Aber auch Fragen rund um logistische Aspekte, also wie kommen die Produkte eigentlich zum Kunden? Die sogenannten 4P, abgeleitet aus den englischen Begriffen Product, Price, Promotion und Place, stellen somit die Gesamtheit der Marketinginstrumente, also den Marketingmix, dar. Manche Autoren fügen den traditionellen 4P noch weitere Ps hinzu. People für personalpolitische Entscheidungen, Processes für Entscheidungen, die die Unternehmensprozesse betreffen und Physical Environment, die Ausstattungspolitik, welche besonders im Dienstleistungssektor von Bedeutung ist, da die Leistung an sich nicht greifbar ist. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und auch beruflich alles Gute.